Krisenstäbe gibt es beim Militär, bei der Polizei, in Unternehmen und Ministerien. Warum? Weil die meisten Organisationen mit plötzlichen, extremen oder gefährlichen Situationen überfordert sind. Anstelle eines Tankers ist in der Krise ein wendiges Schnellboot gefragt. Beim Aufbau eines Krisenstabes geht es daher nicht darum, dass jede Abteilung vertreten ist, sondern dass die zentralen Aufgaben eines Krisenstabes bewältigt werden. Informationen müssen gesammelt, bewertet, dokumentiert und weitergeleitet werden. Besonders wichtig ist dabei eine professionelle Krisenkommunikation. Aus der Flut von Informationen müssen die relevanten Daten ermittelt und möglichst grafisch dargestellt werden. Ein Krisenstab unterstützt den Entscheidungsträger. Eine seiner wesentlichen Aufgaben ist es, Entscheidungsalternativen vorzubereiten. Der Stab koordiniert die Aufträge, kontrolliert die Umsetzung und sorgt dafür, dass die Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden. Zwar können im Einzelfall weitere Funktionen nötig sein. Der Krisenstab sollte nur nicht zu groß werden. 5 bis 7 Personen sind optimal. Es ist 8.25 Uhr. Als Bauarbeiter auf dem Gelände des Einkaufszentrums City Plaza auf eine Fliegerbombe stoßen. Der Zünder ist noch intakt. Die Fundstelle wird großflächig abgesperrt. Für die bevorstehende Entschärfung muss das Einkaufszentrum geräumt werden. Der Geschäftsführer des City Plaza beruft um 9.15 Uhr den Krisenstab ein. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Oh. So. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. 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 Ja, herzlichen Dank, dass Sie alle so schnell kommen konnten, heute an einem recht ungewöhnlichen Ort, da unser Hauptstandort ja betroffen ist. Wir haben einen Notfall in unserem Unternehmen. Es ist eine Bombe gefunden worden auf unserem Erweiterungsgelände bei Bauarbeiten. Und wir müssen uns schnellstmöglich auf eine Räumung des Einkaufszentrums einstellen. Eventuell sogar eine längerfristige Schließung. Bitte beachten Sie bis zur nächsten Lagebesprechung um 10 Uhr, dass wir einen Lagevortrag bekommen. Und was schlagen Sie in Sachen Öffentlichkeitsarbeit vor? In Sachen Öffentlichkeitsarbeit würde ich vorschlagen, ich bereite zur nächsten Lagebesprechung eine Pressemitteilung vor, die wir dann in der Hinterhand halten können und auch um die Details ergänzen können, die wir noch nicht wissen. Wichtiger fände ich aber die Information für unsere Shopbetreiber, dass wir mit denen in Austausch auch stehen. Die müssen uns schließlich auch irgendwann rückmelden, wie das mit der Räumung funktioniert hat und so weiter. Und dafür brauchen sie valide Informationen. Das fände ich wichtiger und zu klären wäre, wie wir mit denen in Kontakt bleiben. Ja, sehr gut. So, wir gehen nach unserem Notfallplan vor. Ich hätte eine Frage. Und zwar, wo bekomme ich aktuelle Informationen über die Lage außerhalb des Unternehmens her? Ja, die Informationen bekommen Sie bei der Bauleitung, bei der zuständigen und bei unserem Sicherheitsbeauftragten. Nach der Lagebesprechung ziehen sich die Mitglieder des Krisenstabes in ihre Arbeitsräume zurück. Für uns eine gute Gelegenheit, einen genaueren Blick auf die einzelnen Funktionen zu werfen. Der Leiter des Krisenstabes ist Motivator und Moderator. Sein Auftreten und Führungsstil bestimmen, wie der Stab zusammenarbeitet. Er motiviert alle Stabsmitglieder, ihre Sichtweisen und Einwände vorzubringen. Als Moderator sorgt der Leiter des Stabes für eine konstruktive Kommunikations- und Arbeitsatmosphäre. Im beruflichen Alltag würde man sagen, er sorgt für ein gutes Betriebsklima.
Dazu gehört, dass in der Stabsbesprechung nicht alle durcheinander reden und konstruktive Kritik zugelassen wird. Organisatorisch entscheidet der Leiter, wer im Stab sitzt, legt Ablösezeiten fest, leitet die Stabssitzungen, setzt Prioritäten, bereitet maßgeblich die Entscheidungsalternativen vor, berichtet dem Entscheidungsträger und kontrolliert die Umsetzung der Maßnahmen. Er bestimmt, wann die Arbeit des Krisenstabes beendet wird und sorgt für eine ehrliche Nachbetrachtung. Die Lagedarstellung dient dem gemeinsamen Verständnis der Situation. Nur wenn alle Krisenstabsmitglieder dieselbe Landkarte vor Augen haben, steuern sie auf das gleiche Ziel zu. Auf eine Lagewand gehört eine möglichst bildhafte Darstellung der Situation. Das kann eine Karte sein, eine Skizze des Produktionsablaufes oder der Abhängigkeiten eines Systems. Weitere Punkte einer Lagewand können Schadensauflistungen, getroffene Maßnahmen, Prioritäten, Vorgaben oder Beschränkungen sowie der Personaleinsatz sein. Um das Bild der Situation allen Krisenstabsmitgliedern immer wieder vor Augen zu führen, beginnt jede Stabssitzung mit dem Lagevortrag. Der Lageverantwortliche weist dabei auf neue Fakten, Entwicklungen und mögliche Folgewirkungen hin. Nichts garantiert so viel mediale Aufmerksamkeit wie eine handfeste Krise. Wer jetzt auf Tauchstation geht oder nur kein Kommentar hervorbringt, hat schon verloren. Nicht nur in der Öffentlichkeit, auch bei den eigenen Mitarbeitern und Kunden. In den meisten Fällen gilt, nicht schweigen, sondern reden ist Gold. Informieren Sie schnell und aktiv, halten Sie sich an die Fakten und drücken Sie angemessene Emotionen wie Betroffenheit oder Anteilnahme aus. Gegen den enormen Zeitdruck hilft dem Kommunikationsverantwortlichen nur gute Vorbereitung. Von vorformulierten Textbausteinen über einen aktuellen Medienverteiler bis zum Training vor der Kamera. Claudia, du glaubst nicht, was hier los ist. Wir haben einen Bombenfund hier. Jetzt muss dieses ganze Einkaufszentrum evakuiert werden. Hier ist die Hölle los. Ja? Wir sitzen ständig in irgendwelchen Besprechungen und hin und her und Sicherheitsbedenken. Und jetzt kommen sie auch noch mit irgendwelchen Flaschen, Haarspray und was alles total kompliziert und so. Also er ist wirklich, nein, komm bloß nicht her, um Gottes Willen. Also ich weiß, dass du jetzt herkommst. So natürlich nicht. Die Krisenkommunikation läuft aus dem Ruder, wenn Mitarbeiter Informationen unkoordiniert weitergeben. Informieren Sie die Beschäftigten immer zeitgleich mit der Presse, damit die Wichtiges nicht aus den Medien erfahren. Ein Problem in jeder Krise ist die Information. Entweder gibt es zu wenig, zu viel oder nicht die richtige. Sie versanden oder werden fehlgeleitet. Der Informationsmanager im Krisenstab hat daher eine wesentliche, wenn auch keine leichte Aufgabe. Er sorgt zunächst für eine funktionierende Infrastruktur wie Telefone, Computer, Drucker oder WLAN. Vor allem bei Stromausfällen ist hier Kreativität gefragt. Zum anderen koordiniert der Informationsmanager die Meldesammelstelle. Hier laufen alle ein- und ausgehenden Informationen zusammen. Nur so kann eine lückenlose Dokumentation gewährleistet werden. Je nach Situation können die Aufgaben Personalangelegenheiten sowie Infrastruktur, Logistik und Beschaffung von einem oder mehreren Stabsmitgliedern übernommen werden. Unter Personalangelegenheiten fällt die Übersicht über den Einsatz der Mitarbeiter, der Organisation und im Krisenstab selbst. Zudem die Koordination der Räumungsbeauftragten und Erste-Hilfe-Verantwortlichen. Denken Sie bei Vorfällen mit Verletzten an den innerbetrieblichen Sanitätsdienst und bei Bedarf an eine psychosoziale Betreuung der Geschädigten und Angehörigen. In die Verantwortung für Infrastruktur, Logistik und Beschaffung fällt der Überblick über wichtige Versorgungssysteme wie Wasser, Strom, Gas. Sind Maschinen und Anlagen betroffen, müssen Notbetrieb und Reparaturaufwand geklärt werden. Wer behebt die Schäden? Wo kann der Betrieb in der Zwischenzeit weiter produzieren? Dies muss auch mit den Kunden abgestimmt werden. Zu den Aufgaben gehört die Übersicht über vorhandene Ressourcen, Lieferungen, Lagerbestände und deren Verteilung. Nach der unmittelbaren Krise
müssen die Reinigungs- und Aufräumarbeiten koordiniert werden. Ebenso die Schadenssanierung in Absprache mit dem Versicherer. Der Sicherheitsbeauftragte im Krisenstab sorgt dafür, dass gefährliche Bereiche abgesperrt werden und koordiniert, wer wo Zutritt erhält. Bestehende und drohende Gefahren müssen erkannt und gegebenenfalls behoben werden. Der Sicherheitsbeauftragte übernimmt die Erfassung der Schäden an Gebäuden und Infrastruktur. Nach außen ist er Ansprechpartner für die Einsatzorganisationen wie Feuerwehr, Rettung oder Polizei. In der Krise, angespannt und meist unter enormem Zeitdruck, entscheiden wir uns oft für die erstbeste Lösung und glauben, dass dies der einzige Weg ist. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Krisenstäbe sollen und müssen über den Tellerrand schauen und nach kreativen Lösungen suchen. Es gibt niemals nur eine Lösung. In Arbeitsgruppen oder gemeinsam in der Lagebesprechung sollten verschiedene Optionen gefunden und bewertet werden. Dazu hilft es, mögliche Entwicklungen vorherzusagen und jeweils Lösungen zu entwickeln. Vorausdenken, nicht nur den Ereignissen hinterherhecheln, lautet die Devise. Wenn die Vor- und Nachteile der möglichen Optionen abgewogen sind, fällt die Entscheidung meist leicht. Außerdem hat man schnell einen Plan B parat, falls die erste Lösung nicht den gewünschten Erfolg bringt. Ich kenne die Frau Müller ja ganz gut. Dann würde ich nämlich die Frau Müller vorab informieren, bevor wir alle anderen informieren, weil dann machen wir nur die Pferdescheune. Sehr gut. Ja? Aber eventuell können wir die Kinder auch über den Seiteneingang rausführen. Das würde ich sagen, damit dass wir da gar keine Situation entsteht, dass die von uns. Dass die gar nicht erst in den Pult mit reinkommen, sondern den separaten Ausgang dann nehmen. Ja. Ja. Ich kläre noch ab mit der Polizei, ob es wirklich notwendig ist, alle gefährlichen Stoffe aus dem Baumarkt herauszubringen. Mhm. Oder ob es möglich ist, die gefährlichen Stoffe abzudecken mit Sandsäcken, die wir auch vorrätig haben. Okay. Wir werden ja auch die Versorgungsleitungen abschalten müssen. Ja. Strom, Gas, Wasser. Das ist auch die Frage, inwieweit ist natürlich mit unserer Alarmanlage und Fehlalarmen in dem Bereich hineinspielt. Ja. Dann sollten wir uns auch noch überlegen, müssen wir wirklich alles abschalten oder können wir zumindest den Stromversorgungsbereich für die Steuerungen, Alarm, Telefonie noch offen lassen, bevor wir das jetzt wirklich alles abschalten müssen. Ja. Wir reden jetzt von diesem Bereich hier. Okay. Okay. Ja. Also das heißt Farben, Lacke und so weiter, was die da haben, ob man das entweder in einen anderen Bereich räumt oder abdeckt. Oder abdeckt. Ja, okay. So, es ist 10 Uhr. Wir treffen uns jetzt zur ersten Lagebesprechung. Ich möchte gleich am Anfang um ein Lagebild bitten. Okay. Ja, wie ihr alle wisst, Lage, Bombenfund im Außenbereich auf unserer Baustelle im Norden um 08:25 gefunden. Wir haben in der oberen Ebene unsere Shops, in der unteren Ebene unseren Baumarkt. Wir haben derzeit 122 Mitarbeiter in den Shops. Wir haben 15 Mitarbeiter in der Verwaltung anwesend. Wir haben eine Kundenfrequenz von ca. 20.000 Personen am Tag. Das heißt, wir können im Moment von ca. 500 Kunden im Bereich unseres Shopping Centers ausgehen. Das heißt, 637 Personen sind im Einkaufszentrum im Moment zu erwarten. Stopp! Damit Lagebesprechungen nicht länger als 10 bis 15 Minuten dauern, darf nichts ablenken. Einige Krisenstäbe verbannen Handys daher konsequent aus dem Stabsraum und verriegeln sogar die Tür von innen. Um Anrufe und neue Informationen kümmert sich währenddessen das Team im Hintergrund. In der Lagebesprechung sollen keine Probleme, sondern Lösungen angeboten werden. Für die Entscheidungen im Krisenstab gilt vereinfacht folgende Regel.
70% werden im jeweiligen Zuständigkeitsbereich getroffen, etwa wie im Detail Aufträge und Aufgaben umgesetzt werden. Rund 20% der Entscheidungen fallen in der Lagebesprechung, vor allem komplexe Fragen, bei denen sich andere Krisenstabsmitglieder einbringen sollen. 10% der Entscheidungen trifft die oberste Führungsebene. Das betrifft weitreichende strategische Fragen, die Auswirkungen auf die ganze Organisation haben können. Zurück zu unserer Lagebesprechung. Herr Aufzeichner, bitte. Ja, wir führen wie üblich die Informationsbelege an den Telefoneingangspunkten aus und sammeln die Informationen und geben sie dann hier an den Krisenstab. Ja, jetzt will ich sagen, das geht. Das geht. Was tun Sie da? Achtung! Im Krisenstab werden oft heikle Angelegenheiten besprochen. Sorgen Sie dafür, dass Sie ungestört sind und niemand von außen mitlauschen kann, etwa durch offene Fenster oder Zwischentüren. Herr Schutz, einen Auftrag an Sie. Wir bräuchten eine Liste der gefährlichen Stoffe im Baumarkt. Werden wir machen. Ja? Also ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz auf einen Sicherheitsaspekt hinweisen. Und zwar haben wir im Shopping Center ja einen Drogeriemarkt. Jeder Haarspray ist in einem Propangasbehälter drinnen. Im Falle einer Explosion würde das natürlich zu einer Kettenreaktion führen. Herr Schutz, bitte lassen Sie die Kirche im Dorf. Also wir schätzen Ihre Expertise wirklich, aber ich glaube, das geht zu weit. Stopp. Auch wenn alle unter Druck stehen, achten Sie auf eine konstruktive Gesprächskultur. Das betrifft vor allem den Leiter des Stabes. Und zweitens, wir haben im Einkaufszentrum eine Bank und einen Juwelier. Wie schaut es da mit der Sicherheit der Waren aus, bitte? Abklären. Bis zur nächsten Lagebesprechung. Dann kommen wir zur Entscheidung über den Zeitpunkt der Räumung. Meist wenig beliebt und dennoch nötig, die Dokumentation. Sie hilft bei Ablösungen, Auskünften gegenüber Behörden und Vorgesetzten, nötigenfalls bei der Beweisführung. Die Arbeit im Krisenstab ist alles andere als Routine. Gute Vorbereitung ist daher entscheidend. Regelmäßige Übungen geben den Beteiligten eine gewisse Sicherheit. Um Betriebsblindheit vorzubeugen und neue Impulse aufzunehmen, sollten die Übungen regelmäßig von externen Fachleuten begleitet werden. Für alle Themen und Fragen rund um das Krisenmanagement, den Aufbau von Krisenstäben und die Übung anhand realistischer Szenarien sind wir gerne Ihr Partner. Katmercon. Wir planen das.